Wunderschönen guten Tag zusammen. Ich habe wieder eine Box bekommen. Die wollte ich jetzt nochmal auspacken. Und zwar die Buoyant News Classic Box als Good News Box Version. Ja, ich habe sie hier schon neben mich gestellt und sie aufgemacht. Habe noch nicht weiter reingeguckt. Ich greife jetzt mal hinein. Das erste, was ich rausziehe, ist ein Bier. Ein Premium Kellerbier von Bitburger. Vollmundig und feinmalzig mild mit bernsteinfarbenem Glanz. Flaschenkinder werden davon recht wenig merken. Wenn man es umfüllt, jedoch in Glas, sieht man dann wahrscheinlich besagten Glanz. Ja, das könnte jetzt vielleicht interessant werden. Problem bei mir ist, ich trinke es meistens nur gemischt. Meistens als dreckiges mit Cola oder auch mal als Radler. Ja. Wenn es damit schmeckt, bin ich hochzufrieden. Von daher ab in den Kühlschrank damit. An Weihnachten findet sich bestimmt beim Abendessen mal eine Gelegenheit, wo man das dazu trinken könnte. So, was haben wir hier? Oh Gott, das sind ja ganz viele. Himmel, wie viele sind denn das? Jei. 1, 2, 3, 4, 6. 6 Packungen Skittles. Mein Gott, die habe ich als Teenager geliebt. Als Erwachsene konnte ich sie nicht mehr ausstehen. Ich glaube aber zu wissen, wem sie hier sehr gut munden werden. Und zwar meinem Alex. Ich glaube schon, dass der sie ganz gerne isst. Ich bin mal gespannt. Ist die Foods-Version. Das war auch die, die ich als Teenager am liebsten gegessen habe. Finde ich aber gut. Die kann ich auch als kleine Päckchen mal so immer mal eins geben. Dann haben wir hier eine wunderbare Kaki. Ich liebe Kaki. Ich habe auch noch ganz viele im Kühlschrank. Ich stehe total auf Kaki. Ich freue mich da total drauf. Kann man halt so wunderbar mit Schale und allem drum und dran fast essen und dementsprechend immer schön erfrischend, schön süß. Genau mein Geschmack, was ich an Obst mag. Was haben wir hier? Winter Edition Spekulatius Kirsch. Spekulatius Kirsch, was eine interessante Mischung. Wie kommt man denn auf die Idee? Red Bull Spekulatius Kirsch. Das klingt irgendwie interessant. Ich bin sehr gespannt. Kommt in den Kühlschrank, wird getrunken. Ist bestimmt auch spannend als Whisky-Mix oder sowas. Müsste man mal ausprobieren. Wobei ich jetzt nicht so der Whisky eher... Man nimmt ja eher Wodka, glaube ich, bei Red Bull, ne? Mein Gott, ist zu lange her. Wir haben früher manchmal das Gummibärchen getrunken, so nannten wir es einst. Aber das ist so lange her. Oh Gott, ich werde alt. Naja, mit Red Bull werde ich wenigstens nicht müde. Als Mama ist man ja dauermüde. Von daher ist ein Red Bull sowieso immer mal praktisch. Was haben wir hier? Risco Mehlschokolade mit karamellisiertem Puffreis. Ja, meine Hüfte jubelt. Die Geschmacksnerven hoffentlich auch. Klingt auf jeden Fall lecker. Und ich denke mal, wenn ich nicht das in aller Heimlichkeit esse, kriege ich davon nicht viel ab. Ist das bei euch auch so? Seitdem man Kinder hat, verschwindet irgendwie sämtlicher Süßkram nicht mehr in den eigenen Magen. Ich meine, freut meine Waage, ohne Frage. Aber irgendwie... Kaum hat man was in der Hand, ist die Hälfte mindestens weg und wenn man Pech hat, das Ganze. Geht mir jedenfalls immer hier so. Bio-Schafgarbentee mit Aronia-Saft. Das ist wahrscheinlich etwas, was ich mal alleine trinken darf. Klingt aber interessant. Ich kann mir so überhaupt keinen Geschmack gerade vorstellen davon. So absolut gar nicht. Gut, Aronia-Saft, klar, den kann ich mir vorstellen. Da weiß ich, wie er sogar schmeckt. Da brauche ich mir nicht groß was vorstellen. Aber Schafgarbentee, noch nie, glaube ich, irgendwie gehabt. Daher, mal gucken, ab in den Kühlschrank, trinken. Oh, das ist mal gut. Salz und Pfeffer in einem, in einer Mühle. Sehr praktisch. Zumindest, wenn man Gerichte hat, wo beides gleichermaßen rein muss und nicht unterschiedlich stark gewürzt. Praktisch, kommt bei mir direkt ins Regal, in die Küche. Wird sofort benutzt, so ungefähr, weil Salz und Pfeffer hat man ja so oft an Gerichten sowieso, was gleichzeitig rein muss. Ich glaube, ich kenne kaum ein Gericht, wo, wenn Pfeffer drin ist, ist eigentlich immer auch Salz drin. Also ich glaube, ich kenne kein Gericht, wo dann Salz nicht drin wäre. Linsenaufstrich, Beluga-Linse, Balsamico, Nussig-Tomatik. Ich sag mal so, alles, was ich in der Richtung hatte, wanderte am Schluss bei einer Nachbarin von mir. Jetzt gehe ich erstmal ins Telefon. Manche Dinge ändern sich beim Videodrehen wirklich nicht. Ich werde immer unterbrochen, egal was ich tue.
Türklingel und jetzt Telefon. Mal gucken, was im nächsten Video passiert. So, ich habe jetzt hier die erste Lage der Box durch. Ich wende mich jetzt der zweiten zu, nachdem ich das hier in meinen bereitgestellten Container reingeschmissen habe. Denn das Heu, das verteilt sich immer überall. Mein Mann ist immer am Fluchen. Weil ich übersehe immer irgendwo ein Heukrümelchen. Und wenn er den dann entdeckt, flucht er immer. Hast du schon wieder eine World News Box ausgepackt? Ich so, ja. Ups. Nun denn, kommen wir zur zweiten Lage. Delicate Crisp, Sesam und Meersalz. Ja, das finde ich sehr gut. Die Dinger mag ich nämlich. Die schmecken echt gut. Die kenne ich und die schmecken echt gut. Und deswegen freue ich mich ungemein, dass die da drin sind. Ich habe nämlich keine mehr. Müsli-Riegel, Schoko und Kaffee. Das ist dann wahrscheinlich eher was für meinen Mann. Oder für mich. Aber weniger für die Kinder. Ich glaube nicht, dass die so auf Kaffeegeschmack stehen. Daher werden wir die dann essen. Ja, finde ich gut. Ich meine, ich muss jetzt nicht unbedingt Sachen haben, die nach Kaffee schmecken. Ich werde hier gerade mit nochmal drei... Schon wieder so ein Heu-Ding. Mit drei Skittles erfreut. Jetzt haben wir also schon 9. Oh, 9 kann man so schlecht durch Zwillinge teilen. Muss ich also doch einen selber essen. Jetzt haben wir hier Nudeln. Auch noch in Spirelli-Form. Die, die wir am meisten benutzen. Integrale, so heißen sie. 500 Gramm, 10 Minuten Kochzeit. Ja, finde ich gut. Absolut in Ordnung. Sowas kann man immer mal brauchen. Essen die Jungs auch gerne. Denen ist es total egal, ob es helle oder dunkle Nudeln sind. Das ist denen wurscht. Vollkorn oder nicht, ist denen Wumpe. Das hier, sehr praktisch, hätte ich jetzt sowieso kaufen müssen. Ich nehme die unheimlich gerne, um Muffins damit zu machen. Eine Tüte reicht bei mir für 24 Muffins. Und jetzt nicht die Mini-Dinger, sondern die normalen. Da komme ich gut mit aus. Wenn ich ein Backblech nur mache, mache ich halt immer nur eine halbe Packung. Daher weiß ich das so genau. Gibt es auch noch eine andere Sorte, die mir auch sehr gut schmeckt. Die war, glaube ich, mit Nuss. Ja, die war mit Nuss. Auf jeden Fall, ich müsste ins Regal gucken, aber es müsste Nuss mit irgendwas sein. Und top. Ich finde die Dinger einfach super praktisch, wenn man Muffins macht. Oder kann man auch nochmal einen Marmorkuchen reinrühren. Geht auch. So, und Emmerkal Wildkirsche kann ich gut gebrauchen, denn ich habe festsitzenden Husten. Und einen Bonbon lutschen ab und an, der auch noch zuckerfrei ist. Ist gar nicht so verkehrt dann sowas. Momentan habe ich von Emmerkal sogar hier liegen, neben mir an meinem PC, ich sitze hier nämlich hier in meinem PC-Bereich, habe ich die Honigdinger, das sind meine absoluten Lieblingsbonbons von dem. Und ich habe sogar noch, jetzt schmeiße ich doch gleich was runter, Herzkirsche Schoko. Ihr seht, ich mag die Marke nämlich wirklich. Esse ich wirklich relativ gern. Aber die halten bei mir ewig, weil zu oft will man davon dann auch keinen nehmen. Aber die Honig sind so absolut mein Favorit von allen, die sie so haben auf dem Markt. So, Kiste ist leer. Alles angeguckt. Was gefällt mir hiervon am meisten? Das ist jetzt echt schwierig. Was gefällt mir am allermeisten? Das ist jetzt schwierig. Die Kaki. Komischerweise die Kaki. Dies Back mich. Und diese. Die gefallen mir am meisten noch. Diese mit Puffreis. Weil es einfach mal Sachen sind, die einfach lecker sind. Wo ich einfach auch erwarte, dass die super lecker sind. Also bei dem Puffreis weiß ich es ja noch nicht. Aber ich erwarte einfach, dass der super lecker ist. Was unheimlich praktisch für mich ist, weil ich es halt super gut einsetzen kann, sind die Müsli-Riegel. Die kann ich meinem Mann in eine Brotdose tun. Die Nudeln, da kann ich ganz normal mit kochen. Und Salz und Pfeffer kann ich im Alltag super verwenden für sämtliche Gerichte. Klar, finde ich am super praktischsten. Am neugierigsten bin ich auf das Red Bull. Ja, auch gut. Ja, da bin ich auch noch neugierig drauf. Das fällt auch noch in die Kategorie neugierig. Kategorie gut, schön, dass es da ist. Finde ich, freut mich einfach. Also ist jetzt nichts, wo ich jubel, aber wo ich sage, hey, cool. Also finde ich gut, lecker, kann man essen, brauchen, was auch immer. Ist das hier, das Vasa, das Bier und die Emmerkal. Und die Skittles.
für die Kinder. Das ist so das, wie soll ich diese Kategorie bezeichnen? Also, das ist einfach, ich finde es toll, dass es dabei ist. Ich freue mich, ich kann es essen. Es ist aber nichts, wo ich jetzt sage, boah, ist das ungewöhnlich. Wie zum Beispiel jetzt bei dem Red Bull, wo ich sage, das ist ein Produkt, wo ich nie zugegriffen hätte. Sondern das sind Produkte, wo ich zugegriffen hätte und die sind für mich alltäglich gut. Ich glaube, so kann man es am besten bezeichnen. Was mir mal gar nicht gefiel, ist das, da freue ich mich gar nicht drüber. Vielleicht überrascht es mich noch. Kann sein. Meine bisherigen Erfahrungen mit dem Alois Aufstrichen ist halt eher so, dass ich damit nichts anfangen kann, dass meine Geschmacksnerven einfach dann sagen, du, nochmal davon und wir wandern aus und beantragen irgendwo Asyl bei einem anderen Körper. Von daher bin halt einfach kein Fan. Das sind halt meine Geschmacksnerven. Meine Nachbarin mag die Dinger. Daher, vielleicht soll ich ein Schleifchen drum machen. Ich meine, wir haben ja die Tage Weihnachten. Wäre jetzt so eine Idee. Könnte ich ihr noch so in ihr Geschenk mit dazu packen. Dann hat es zumindest eine praktische Verwendung und dann ist eigentlich doch was Gutes. Also von daher, es findet sich immer irgendwer, der von meiner Box etwas nimmt, was ich nicht mag. Das ist das Schöne dran. Die Box insgesamt gefällt mir sehr, sehr gut. Sind viele Produkte, die halt ich entweder mag oder brauchen kann. Oder eben auch verschenken kann. Und bin sehr zufrieden. Kann mich nicht beschweren. Ja, so sind die Überraschungsboxen eben, ne? Immer mal was zum Ausprobieren, was Neues. Was zum Spielen und Überraschung. Nein, das war eine andere Sache. Nein, Überraschungsboxen sind halt einfach interessant, weil so oft Produkte enthalten, die man entweder noch gar nicht kennt oder gar nicht zugreifen würde, weil man unsicher ist. Und das, finde ich, macht den Reiz an diesen Boxen aus. Und deswegen bin ich bis heute immer noch bei der Brand News Box dabei, weil ich sie einfach mag. Ja. So viel von meiner Meinung zur Box. Jetzt interessiert mich eure Meinung. Wie gefällt euch der Inhalt? Schreibt's unten rein. Bin ich schon gespannt drauf. Und bis dahin würde ich sagen, bis zum nächsten Video.